Moin Leute, was geht ab? Gestern habe ich ja ein Bild von mir gepostet, wo ich eine Woche Diät gemacht habe. Und zwar High Carb, Low Fat. Sprich, ich habe an Trainingstagen, wo ich kein Cardio gemacht habe, 2800 Kalorien gegessen. Davon 170 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett und 350 Gramm Kohlenhydrate. Und an Trainingstagen, wo ich kein Cardio mache, habe ich nur 2500 Kalorien gegessen. Sprich 170 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett und so 290 Gramm Kohlenhydrate ungefähr. Die Frage kam auch, wie ich mich zurzeit ernähre. Und zwar ernähre ich mich genau gleich in den letzten 4 Wochen. Und zwar morgens ein Eiweißshake, 4 Eier. 3 Stunden vorm Sport dann meine 200 Gramm Haferflocken mit 2 Bananen gemischt mit Wasser. Mit Wasser, nicht mit Milch. Dann nehme ich nach dem Sport wieder meinen Eiweißshake zu mir und meinen Rest Kohlenhydrate, die ich übrig habe, und zwar durch Reis oder durch Vollkornnudeln. Meine Supplemente in meiner Diät sind einmal Thermospeed von Olymp. Nehme ich 4 Stück am Tag. Kreatin von Olymp nehme ich ungefähr 15 Gramm am Tag. Vorm Sport. BCAAs morgens 4, mittags 4, abends 4. Und mein Eiweiß, was ich nehme, ist auch von Olymp. Whey-Isolat. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich mache damit gute Erfolge. Die Diät mache ich genau seit einer Woche, und zwar, weil ich habe mich letzten Montag für den Dream Cup angemeldet in Fulda. Und letzte Woche war ich ja noch auf Tomorrowland, 3 Tage. Da habe ich 3,2 Kilo oder so abgenommen, weil ich nur am Dancen war und am Rumpogen. Dann habe ich meinen Gewichtsverlust genutzt, um weiter Diät zu machen. Sprich, ich habe vor Tomorrowland habe ich so meine 3500 Kalorien gegessen bis 4000, um langsam runter zu gehen. Aber da Dream Cup schon in 4 Wochen ist, musste ich meine Kalorien sofort reduzieren. Und das habe ich halt ausgenutzt, wo ich halt meine 3 Kilo abgenommen habe vom Tomorrowland. Trainiert habe ich trotzdem immer auf Maximalkraft. Ich mache Pull-Push-Beine. Sprich, alle Muskelgruppen zweimal die Woche. Dank der Diät habe ich immer noch mega viel Power. Aber ich werde trotzdem in den letzten 8 Tagen vor dem Wettkampf auf Low Carb gehen, und zwar dann auf 2100 Kalorien und unter 30 Gramm Kohlenhydrate gehen, die 8 Tage. Und dann natürlich die letzten 2 Tage aufladen. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt zu meinen Diäten, Trainingseinheiten, Makroverteilung oder sowas, schreibt mir einfach. Ich helfe euch gerne. Ich hoffe, gestern konnte ich auch jedem die Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe, ihr musstet nicht allzu lange warten. Ja, das war's erstmal wieder. Ich will auf jeden Fall ein paar Videos machen zu meinen Trainingseinheiten noch und zu meiner Wettkampfvorbereitung. Freut euch drauf. Peace.